ersten Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, es ist schon bemerkenswert, dass die FDP die aktuelle Stunde dazu nutzt, ein Loblied auf den Diesel zu singen, dass die CDU die aktuelle Stunde nutzt, um sich von ihren Ministern zu distanzieren und dass die SPD versucht zu beweisen, dass die Bundesregierung bei diesem Thema nur denkt, aber nicht handelt. Das finde ich schade. Ich hingegen möchte der Bundesregierung zu ihrer ersten positiven Schlagzeile seit Monaten gratulieren. Bus und Bahn kostenlos. Das hat viele Menschen inspiriert, das hat viele Diskussionen ausgelöst und das heißt, diesen Ankündigungen von immerhin drei Bundesministerien, dieser losgetretenen Debatte, müssen nun auch Taten folgen. Natürlich wird Ihnen von der Bundesregierung jetzt mitgeteilt, warum das alles nicht gehen soll. Und die Fachverbände merken dabei durchaus gewichtige Punkte an. Und Sie, Sie in der Bundesregierung, sind sogleich am Zurückrudern. Warum so verzagt? Seien Sie sich gewiss, wir sind an Ihrer Seite, wenn Sie Bus und Bahn besser und günstiger machen wollen. Ja, bislang ist da die Bundesregierung nicht in Erscheinung getreten. Sie haben tatenlos zugesehen, wie Jahr für Jahr die Fahrpreise gestiegen sind, wie sich die Verkehrsverbünde einen Preiserhöhungsmechanismus gebaut haben. Da kam von Ihnen nur eine Art stiller Applaus. Das muss ein Ende haben. Die Preise müssen runter und nicht rauf. Darum lassen Sie uns diese Aufgaben endlich angehen. Ja, die Lösung wird komplizierter sein. Und natürlich ist der Preis nur ein Baustein, aber eben ein wichtiger. Das Angebot von Bus und Bahn muss auch gut sein, also bequem, schnell und sicher, aber eben auch bezahlbar. Und das ist eben für viele Menschen nicht mehr gegeben. Deswegen gibt es so viele Schwarzfahrer. Deswegen müssen so viele Eltern mit Kindern rechnen, ob das Geld für ein Schülerticket eben da ist. Das müssen und das können wir ändern. Und das Land Berlin, rot-rot-grün regiert, zeigt, dass das auch geht. Und ja, das kann und das muss ein Teil der vielbeschworenen Mobilitätswende sein. Saubere und bezahlbare Mobilität darf nicht exklusiv sein, sondern für alle. Und Ansätze dafür gibt es genug. Nehmen wir das Wiener Modell. Fahrgäste mit Jahreskarte zahlen dort 1 € pro Tag. Mit einer Verdopplung der Fahrgäste seit Einführung seit dem Jahr 2012. Oder das durchgerechnete Modell einer Berliner Bärenkarte, das auch eine Lösung für die Rush-Hour aufzeigt. All das kann die Menschen aus dem Auto locken, aber auch das ist nur der Anfang einer breiten Palette von Instrumenten. Wir müssen natürlich in das Fahrrad investieren. Warum fehlt da eigentlich jegliche Aussage zu in diesem ominösen Brief? Wann bekennen Sie sich endlich zur technischen Nachrüstung von Dieselautos und dazu, dass das die Automobilindustrie zu zahlen hat und niemand anders? Dass das wirkt und bezahlbar ist, hat gerade der ADAC bewiesen und deswegen ran. Bei alledem dürfen Sie nicht den ländlichen Raum vergessen. Wo kein Bus fährt, hilft es auch nichts, wenn der ÖPNV kostenlos ist. Das heißt, die Investitionen in das Angebot von Bus und Bahn müssen auf dem Land und in der Stadt deutlich rauf. Und damit komme ich zum zweiten Punkt in dieser Debatte. Sehr geehrte Frau Hendricks, aber auch für Herrn Altmaier und Herrn Schmidt sei gesagt, wenn Sie diesen kostenlosen ÖPNV nur in die Zeitung gebracht haben, um endlich mal nicht mehr über Fahrverbote, Nachrüstung und diese Subventionen reden zu müssen, dann seien Sie sich gewiss, das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Sie haben breiteste Erwartungen geweckt. Jetzt müssen Sie liefern. Und sagen Sie nicht, Sie finden das Geld nicht. Dabei rede ich nicht von den zig Milliarden Folgekosten von Straßenverkehr, sondern Sie subventionieren den Diesel jedes Jahr mit über 8 Milliarden €. Also auch an Sie, Herr Dont. Sie haben Geld wie Heu. Und wir werden Ihnen jeden Tag ins Stammbuch schreiben, geben Sie dieses Geld richtig aus. Da, wo Sie heute den Diesel subventionieren, müssen wir in Zukunft den ÖPNV, den Fuß- und den Radverkehr unterstützen. Denn es wäre wirklich perfide, wenn diese ganze Nummer nur ein Ablenkungsmanöver, nur Fake News der Bundesregierung wären. Dann würden Sie das Vertrauen in die Bundesregierung untergraben, noch bevor sie überhaupt wieder im Amt ist. Meine Damen und Herren, es geht um saubere Luft, es geht um Gesundheitsschutz, es geht einfach darum,
dass die Menschen in diesem Land nicht mehr vergiftete Luft jeden Tag einatmen müssen. Und das ist Ihre verdammte Aufgabe als Bundesregierung. Da können Sie sich nicht rausreden und sagen, das ist die Aufgabe der Kommunen. Dieser Verantwortung müssen Sie gerecht werden. Machen Sie Bus und Bahn endlich besser und günstiger. Fördern Sie den Radverkehr stärker als bisher. Zwingen Sie die Automobilindustrie, für deren Fehler einzustehen und zumindest die Nachrüstung rasch zu bezahlen. Das sind Ihre Aufgaben. Briefe schreiben war gestern. Heute gilt ran ans Werk. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Andreas Jung aus der CDU-CSU-Fraktion.